Ich möchte Menschen helfen, zum einen wieder auf die Beine zu kommen, wenn sie in akuten Krisen sind. Zum anderen möchte ich Menschen helfen, in ihrer Präsenz, in ihrem Selbstwertgefühl zu wachsen, Sehr gut, weiter so. Nein sagen zu können, Grenzen setzen zu können und ihre eventuellen Krisen überstehen zu können. Ich arbeite mit verschiedenen Therapievarianten. Zum einen sehr klassische Varianten, wie zum Beispiel die Verhaltenstherapie, ressourcenorientierte oder lösungsorientierte Therapie. Eins meiner Alleinstellungsmerkmale ist, dass ich auch pferdegestützte Psychotherapie anbiete, dass ich also mit meinen Klienten, nachdem sie hier in meiner Praxis waren, rausgehe zu den Pferden und mit den Pferden die Dinge nochmal nacharbeite. Behalte dein Ziel im Auge, genauso wie im Leben. Das Pferd ist mein Co-Therapeut. Alleine schon die Anwesenheit eines so großen, stolzen Tieres kann für viele Menschen einen Heileffekt haben. Gerade bei jemandem, der in einer akuten depressiven Phase ist, reicht oft schon der Kontakt mit dem Pferd, diese Zuwendung vom Pferd, die Wärme, das Fell, das Gefühl. Das reicht oft schon, um einen Heilprozess anzustoßen. Ich kann hier sehr gut abschalten. Ich bin entspannter, bin gelassener, bin ruhiger, glücklich, ausgeglichen. Eine typische Aussage in der Depression oder in Lebenskrisen ist, ich fühle mich nicht, ich merke mich nicht mehr. Und mit dem Pferd kann ich den Patienten, den Klienten langsam wieder ans Gefühl heranführen. Und das Pferd zeigt mir von seinem Verhalten, ist der Klient gerade bei sich selbst oder ist er mit den Gedanken ganz woanders? Spürt nochmal auf eure Füße. Wie fühlt sich jeder einzelne Schritt an? Manches Mal, wenn eine Therapiestunde besonders schwer war, dass ich denjenigen auch nur aufs Pferd setze. Passiert bei mir selten, weil bei mir wird in der Regel nicht geritten. Manchmal ist es für den Klienten aber auch schön, einfach nur getragen zu werden. Und er darf dann einfach nur genießen, darf sich tragen lassen, darf loslassen. Als ich dann lag, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja, diese Kraft von dem Pferd, das war schon Energie pur. Anhand der Reaktion des Pferdes kann man sehr deutlich erkennen, wie so die wirklichen Gefühle sind. Weil das Pferd trifft keine Entscheidung. Das Pferd spiegelt nur die Emotionen und die Gefühle des Klienten wieder.